Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Was haben wir denn? Gallivix, Drachen, Stacheleber, Untote, Wildtiere. Zephris der Große. Ishari. Komm, wir nehmen mal Zephris. Weil Gallivix mit Drachen. Obwohl Morlocks geht eigentlich auch. Ne? Komm, wir nehmen mal Gallivix und das nochmal mit dem Morlocks. Auch wenn wir jetzt die letzte Zeit 4 Morlocks hatten. Lasst mich euch die Geschichte über den Krieg um die Krone erzählen. Eigentlich ist da jetzt schon der Moloch, aber wir müssen was mitnehmen, was noch ein paar Kriege hervorbringt und sowas alles drum und dran. Die ersten Runden sind immer mit am Entscheiden. Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartete. Man kann auch wieder rauskommen, wenn man nur... So, und da haben wir jetzt schon mal... Die Flut des Bösen wurde vorerst zurückgedrängt. Ja, gut, wir steigen ja jetzt erstmal auf. Dann wäre, wir müssen eh schnell aufsteigen. Wir müssen schnell aufsteigen, wir müssen schnell Diener kaufen, verkaufen. Damit wir in der nächsten Runde dann nochmal was bekommen. Wir haben ja dann was auch von den Dienern, die wir verkaufen, hoffentlich. Sonst machen wir sie in der letzten Runde mit Akasam Sarak und machen unser Bord halt. Eine Geschichte so alt wie die Zeit. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal den hier noch mit. Ich tue, was ich kann. Pumpen wir gerade mal auf. Bei dem kann man hinterher verkaufen. Man entdeckt einen Diener der Gastrostufe 1, wenn ihr diesen Diener verkauft, wird in jedem Zug aufgewertet. Ist ja erstmal schon mal überhaupt nicht verkehrt. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass man was bekommt, was man dann wirklich schlussendlich braucht, was man spielen möchte, ist halt eine 1:5 Chance. Aber ich bin gerade gegen Toten, deswegen können wir das ruhig mal eben so machen. Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartet. Oh, wir haben gewonnen. Was geil. Die Flut des Bösen wurde vorerst zurückgedrängt. Komm, nehmen wir den mit. Machen wir nochmal auf. Ich komme mal nochmal auf, dann passt das ja soweit. So, damit ist zumindest schon mal der Anfangsgrundstein gelegt. Hoffentlich artet das nicht wieder darin aus, dass wir maßlos auseinandergenommen werden. Der Held war gebrochen, aber nicht sein Geist. Das sieht gar nicht so gut aus, eigentlich. Ne? Gar nicht so. Das hätte auch noch.
Okay. Aber okay. Lesen schärft den Geist. So, wir können den hier noch kaufen und wieder. Stein, auch Stein. Aber ihn hier. Für 3 Diener. Gibt es auf Stufe 3 irgendeinen Diener, den wir bräuchten? Nicht wirklich. Da warten wir jetzt noch einen Augenblick. Wir haben für die nächste Runde nochmal 2 Gold gespart. Und können aber den 3-3er gleich abwerfen auf Stufe 4 und hoffen, dass es ein krasser Zähler wird. Den wir dann unten auf der Hand jetzt gleich packen können. Ich weiß ja nicht, wie viele Facebook-Nutzer noch unter euch sind, aber im Moment ist Facebook der richtig random, Held so nebenbei marschierte gerade. Mutig in die Schlacht. Was da andauernd angezeigt wird, da gibt es die Schlagpfeile von der Kebekus, dass sie da von den Hüten abgeführt wurden. Ihre Aussage ist eine vernichtende Karriere. Die Moderatorin ohne Farbe, nachdem sie sich in der Sendung geäußert hat, jetzt können sie wegen dieser Worte jetzt wieder hier so formulieren. Teil der Kebekus-Kopf drauf gebacken. Und das mit sämtlichen Stars und keine Ahnung. Erst in der Niederlage konnte der Held den Wert des Sieges verstehen. Echt jetzt? Stein auf Stein! Das Spiel will mich doch wachsen. Boah, geht ohne mich, Partner! Das Spiel will mich doch echt flachsen, so. Zack, zack. Zack, dann wählt mich aus, rief der Diener. Das war jetzt unnötig, ey. Okay, wir spielen ihn aus. Wir buffen ihn jetzt da unten. Mit seinem Zauber holen wir uns jetzt erstmal ein paar Stachel. Ein paar Blutedelsteine. Dann gehen wir halt auf Stachel, Eber. Wenn es sich so anbietet. Okay, das wird wahrscheinlich unser Untergang, aber wir kämpfen eh gegen den Toten. Ja, auf jeden Fall so diese Randomness, was da so in Facebook mittlerweile aufkreuzt, ist ja schon. Oh, keine Ahnung. Dann werden da andauernd solche Cartoons in mir angezeigt, wo sie so. Ja, mehr oder weniger nackt. Die Welt hatte sich gegen ihn verschworen. Oder wie die heißt? Keine Ahnung. Ganz, ganz komisch. Das ist sehr, sehr komische Randomness. Und so bezwang der Held seinen Feind. Ihr seid nicht schlauer als ich! Den brauchen wir nicht mitnehmen. Da müssen wir allerdings jetzt auch. Und so schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer an. Nehmen wir den noch mit. Oh, geht ohne mich, Partner! Stein auf Stein! Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wir nehmen ihn auf jeden Fall schon mal mit. Ich dachte gerade, scheiße, jetzt habe ich alles ausgegeben, aber wir kriegen ja durch ihn noch Steine. Trotzdem doof. Trotzdem gerade doof. Das ist alles doof. Das wird sowas von Kacke. Ja, aber Geo Magus kann ich nicht verschmähen. Wer den Geo Magus verschmäht, wenn es Stacheleber gibt, wenn man nicht schon ein super Deck hat, dann ja.
Die mächtige Truppe war bereit, sich dem zu stellen, was sie erwartete. Bezwang der Held seinen Feind. Hector, Wehrhube, ich. Dem Diener wurde für seine Hilfe gedankt und er würde für immer ein Freund bleiben. Ihr seid nicht schlauer als ich. Ihr seid nicht schlauer als ich. Den Zauber nehmen wir mal. Wir gehen mit. Jetzt lasse ich aber einen gerade mal stehen, vorsichtshalber. Auch wenn wir jetzt die Chance auf P-Steine gerade haben, aber man weiß ja nie, ne? Vor allem will ich auch ein bisschen aufsparen, dass ich den ersten und den letzten gleich rausschmeißen kann. Der tapfere Held marschierte mutig in die Schlacht. Ja, das war mal ein Problem, sehr schön. Später war es noch. Da kommt noch was aus der Hand raus. Wenn es überhaupt dann kommt, was es nicht tut. Ich habe zwei goldene Spalt. Unser Held hatte die Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Nein, 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 nein. Alles Schrott, alles Schrott, alles Schrott. Wir drehen zu viel weg. Mach mir das Leben aber auch selber schwer. Mein Hardhauer. Was noch was für den? Oder den hier noch mit? Euch fange ich als nächstes! Wir waren noch nicht raus. So. Komm mal. Alles doof, alles doof. Entscheidest du dich für eine Sache, wird die andere Sache total auf angezeigt. Mann, Mann, Mann. Überhaupt nicht überzeugt gerade davon. Aber da müssen wir jetzt durch, leider. Besonders ihr jetzt. Der tapfere Held marschierte mutig in die Schlacht. Der andere jetzt so viel Leben hat, dass ich da auf zwei Stunden. Ja, immerhin hat er
Eine Geschichte so alt wie die Zeit. Wir stehen wieder gegen Toten, können wir aufsteigen. Schmeißen wir ihn raus, die Steinchen noch da. Weg da! Hier rufe ich! Weg da! Hier rufe ich! Dafür kriegen wir. Ich muss Steine behalten, deswegen machen wir erstmal so. Ja, gut, gegen den Toten kann ja jetzt nichts passieren. Wir kriegen aber auch keine Steine auf die Hand, deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Der tapfere Held marschierte mutig in die Schlacht. Ja, unsere Steine machen natürlich immer noch nur 1-4, das ist ein bisschen cool. Und so bezwang der Held seinen Feind. Man findet Freunde an den ungewöhnlichsten Orten. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wir nehmen den Banner-Eva mit. Den hier noch so. Muss aber jetzt einer Verschwindikus machen. Der bringt nicht mehr so viel, weil er so wenig Kraft hat. Und wir lassen trotzdem vor sich selber einen stehen und wir können nochmal drehen und bekämen nochmal einen Banner. Das heißt, der letzte kann dann gehen. Oder der vorletzte. Der vorletzte hat weniger Leben. Müssen wir uns aber darauf einstellen, dass wir dann weniger Steine nachher haben, aber die Banner-Eber spielen ja aus. Und wieder eine Minute warten. Bisher haben wir ja die Pausen immer sehr gut rumbekommen, indem ich einfach irgendwas gesprochen habe, was ja normal sein sollte. Aber ich finde bei so einer Runde, wie gesagt, immer noch dieser Button, der fehlt, dass man sagen kann, ich bin fertig. Oder das halt heißt, okay, ihr habt eh kein Gold mehr, könnt eh nicht drehen, der Kampf geht los. Natürlich für die, die sich sagen, oh, noch 50 Sekunden, ich laufe jetzt nochmal eben auf Toilette oder keine Ahnung wohin, ist das natürlich blöd, Held, aber naja. Arbeitete sich vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Stadtbevölkerung freute sich. Ach, wir können das sogar gewinnen. Unser Problem ist halt, wir haben Leben, aber keinen Schaden. Dauer halt auch nicht. Bevor ich jetzt einen rausschmeiße, erstmal kaufe ich den da oben und. Der Bösewicht wurde besiegt, aber Frieden war nicht erzielt worden. Vielleicht kriegen wir den Halb. Ja, okay.
alle für Nein, einen und einer für alle. Das war nicht mein Rausschmeißen. Stand jetzt. Oder doch. Gucken wir erstmal vielleicht ein bisschen rein. Aus den drei kleinen Dienern war eine Einheit geworden. Wir wollen aber auch, dass ich den spiele, ne? Ich bin eins mit den Dornen! Und wir können auch. So, die wollen, dass ich den spiele, dann spiele ich den auch. Dann haben sie Pech gehabt. Dann wird er auch noch gebufft und dann bleibt er drin. So einfach. Dann Hardhauer noch auf Gold und eine Schakler wäre geil. Oder denjenigen, der auf Stufe 6 unsere Steine am Ende des Zuges 1+1 bufft. Dafür müssten wir aber mal aufstecken. Aber das ist. Sind Träumereien gerade noch. Mal gucken. Also im Moment stand jetzt Dritter. Sollte jetzt auch nicht mehr so schlecht ausgehen. Obwohl, jetzt kommt das große Presse-Syndrom, was ich schon mal erwähnt hatte. Sagen wir mal so, ich bin sehr reumütig, was das Ganze angeht, und wir werden sicherlich von dem einen oder anderen nochmal auf die Schnauze kriegen. Die Stadtbevölkerung freute sich. Was im Sieg von 100%? Der Bösewicht wurde besiegt, aber Frieden war nicht erzielt worden. So, wieder und auf. So schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer an. In den Gold, ne? Auch ein Geomagus. Okay. Wir müssen aufhören. Raus. Ich bin eins raus. Mit dem Dornen! So, er auf jeden Fall nehmen. Die Kristalle sprechen zu mir. Kommt er raus. Wer war das? Hier kriegen wir nochmal ein Höschen. So, dann müssen wir erstmal den Geomar nicht wegnehmen. Drauf. So, und dann. Ja, entweder wir verlieren jetzt haushoch. Eigentlich den Kurator haben wir nur runtergehauen, nicht aus dem Spiel genommen. Aber ich schätze mal, der Kurator wird dann jetzt aus dem Spiel genommen werden, je nachdem gegen wen er kämpft. Und wir werden aus dem Spiel genommen. Oder? Ja, sie hat gegen den Toten 15 gemacht. Sie hat aber auch 10 Schaden von dem ersten bekommen. Ich bin unentschlossen. Also nicht unentschlossen, sondern ratlos, ob das funktioniert oder nicht. Die Stadtbevölkerung freute sich. Zumindest werden die Steine schon verteilt. Okay, ich brauche den einen auch nicht mehr, weil ich ja keine Steine mehr bekomme. Ah, bin ich denn? Lieber einen Stein behalten. Ja,
Ja. Aber dann wissen wir, wer als nächstes gehen muss halt, ne? Okay, gut. Aber er ist halt jetzt und so bezwang der Held Steine. Seinen Feind. Die können wir noch mitnehmen. War ja klar, dass keine Schakler kommt. Wollt ihr etwas? Dann machen wir so. Dann hoffen wir, dass wir jetzt gegen Rafam gewinnen. Dritter Platz ist uns sicher. Das ist schon mal gut. Pusht uns wieder in der Wertung ein bisschen. Aber auch wieder da, bei den letzten drei dürfte ja jetzt nicht mehr so viel passieren, so viel rumdrehen, Dreherei machen die nicht. Weil wenn du jetzt so viel rumdrehst, ist die Chance, dass du verlierst, sehr hoch. Was wir doch anders machen können, ist auf jeden Fall den Hathor auf Gold und eine Schakler mit reinnehmen, wenn wir sie dann bekommen. Ansonsten sehe ich keine Möglichkeiten, das Deck noch weiter zu pushen erstmal. Außer mit dem 6er-Typen, aber wir sind gerade erst aufgestiegen. Jetzt heißt es Hopp oder Top, ein Showdown. Die Stadtbevölkerung freute sich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Guck mal noch gerade die Wertung an. Mal ganz ausknipsen. Aber dafür, dass wir umgesteckt haben, nochmal schnell auf die Stacheleber, weil das eigentlich recht gut. 46er Wertung noch dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.